Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Snap. Wir gehen wieder erkunden. Und zwar nochmal in Durus. Und wir gehen wieder in die Höhle. Level 2. Und ich bin schon sehr gespannt, was sich verändert hat. Ich hoffe, ich kriege vielleicht mal einen Kleinstein von vorne zu Gesicht. So. Oh. Was war das? Ich hab's so schnell gar nicht. EFEM. Okay. Oh, den Apfel zu weit geworfen. So, bis jetzt. Oh. Ein Apfel. Ja, renn zu mir. Okay, es rennt da runter. Hm. Okay, jetzt wollte ich gerade beschleunigen, um näher ranzukommen. Ah, nein. Da oben habe ich was verpasst eben. Oh, er ist wach. Diesmal ist er wach. Oh, da unten sind auch noch andere Pokémon. Die kommen hier die ganze Zeit mit uns mit. Wollen wir den von hier oben? Kommt der runter? Ah, hier haben wir wieder die Kristallblume. Und da kommen die Carpadore wieder raus. Ich weiß noch nicht, was ich so richtig für den Carpadoran machen soll. Hm. Vielleicht müssen wir die auch nochmal zum Leuchten bringen. Oh, wir können was scannen. Kleinstein. Oh nein, verpasst. Okay, den können wir vielleicht nach unten befördern. Ah, da waren zwei Kleinsteine, die gekämpft haben. Okay, was haben wir hier? Okay, so. Ah, ja, ja, ein Apfel. Oh, really? Okay, hier habe ich ein relativ cooles Bild diesmal hinbekommen. Oh, was bist denn du? Nice. Die Frage ist, ist das von vorne oder ist das von hinten? Ich weiß gar nicht. Gut, das werden wir dann mit der Blickrichtung sehen. Okay, wir haben hier ein komplett Dschungelmuster. Ein unterirdischer Dschungel? Oh, hier laufen die auf dem Boden rum. Okay, vielleicht kriegen wir hier noch ein besseres Foto hin. So. Wir haben eine komplett neue Strecke jetzt hier. Und noch was zum Scannen. Oh.
Antike Ruinen? Ich habe hier noch was zu scannen. Nein, es geht schon wieder zurück. Okay. Aber kann ich die alte Strecke jetzt auch noch benutzen, wenn wir jetzt Level 2 sind? Okay, wir haben auf jeden Fall mehr Fotos geschossen als in Höhle Level 1 am Anfang. Und wir haben ein paar neue Pokémon. So. Zwei Sterne Foto. Es wurde von einem Apfel getroffen. Wobei, ich nehme hier erstmal das Ein-Sterne-Foto. Ich glaube, da kriegen wir viele Punkte. Allein wegen der Größe. Und hier drei Sterne, okay. Da habe ich aber... Das macht halt sein Maul so weit auf. Man sieht fast gar nichts. Hm. Ich würde ja das hier nehmen. Aber es müsste sich wahrscheinlich rumdrehen. Ich nehme erstmal hier das Ein-Sterne-Bild. So, was haben wir hier? Zwei Sterne und ein Sterne-Bild. Okay, das ist größer. Und hier haben wir ein Zwei-Sterne-Foto. Ein Stern haben wir schon. Ich würde das hier nehmen, das ist vielleicht die Blickrichtung etwas besser. Okay, das ist... Ja gut, das ist alt. Das brauche ich nicht nehmen. Das gibt nicht mehr Punkte, denke ich. So, hier mal ein neues Foto. Antike Ruinen haben wir fotografiert. So, und jetzt haben wir hier unser Zobiris. Ich glaube, ich nehme das hier. Drei Sterne Foto von Kleinstein, wo man nur die Arme sieht, okay. Ja, und Carpador. Das macht keinen Sinn, diese Carpadore zu nehmen. Ich glaube, ich brauche die gar nicht mehr fotografieren. Die sind bestimmt dafür da, dass da irgendwas Spezielles noch passiert. Vielleicht müssen wir die Blume auch zu einem anderen Zeitpunkt treffen. So, EFEM. Sehr gut, 4200. So, jetzt bin ich gespannt auf die Blickrichtung. Blickrichtung 236. Das heißt, es muss sich irgendwie rumdrehen. So. Nicht wirklich viel besser. Gar nicht besser. Ja, okay, die Blickrichtung. Naja, wir behalten das alte. Wir müssen da auf jeden Fall ein besseres Foto von machen. Nice work. Okay, hier haben wir keine 4000 geschafft. Aber okay, 3600. A new discovery. Das gibt auch wenig Punkte auf die Blickrichtung hier wieder. Nice work. Aber 3000, okay. 20.000 Punkte müssten wir erreichen, weil wir brauchen, glaube ich, 40.000, damit wir bei jedem, damit wir vielleicht sogar Level 3 erreichen dann, wenn wir es nochmal spielen. 2.000 Punkte auf Kleinstein. Aber 20.000 Punkte wird schon knapp, wobei wir haben ein paar neue Bilder. Und wir haben, glaube ich, auch schon 3 über 4.000, also wir könnten es schaffen. So, antike Ruinen. A new discovery. So, jetzt bin ich gespannt, ob es zumindest für die Hälfte gereicht hat. Okay, 20.000 Punkte haben wir. 21 knapp. Wenn wir das nochmal schaffen, würden wir Level 3 sein.
So, Riesenkristalle entdeckt. Drachen-Pokémon. 3 Stahl-Pokémon. Okay, und wir haben neue Profilbilder. Und der Professor hat noch etwas für uns. Dann gehen wir mal zum Basiscamp und höre ich mal, was der Professor zu sagen hat. Okay, ja, er hat was zur Vegetation zu sagen. Professor! Ja, genau, was gibt's Wichtiges? Das fünfte Pokémon? Das fünfte Lumina-Pokémon? Ja. Okay. You mind? Ja, wir wissen, was zu tun ist. Wir gehen auf Erkundungstour. Und in der Höhle von Durus. Das ist bestimmt richtig cool. In der Höhle von Durus haben wir eine Lumina-Zone. Weil hier ist... Ah, und hier sind auch die zwei Wege aufgezeichnet. Die können wir vielleicht jetzt uns dann entscheiden, wo wir langfahren. Okay, ich nehme auf jeden Fall nochmal Höhle Level 2 und wir schauen mal, ob wir es vielleicht schaffen, auf Höhle Level 3 aufzuleveln. Aber danach werden wir dann direkt in die Lumina-Zone gehen und nach dem Pokémon gucken. So. Okay. Gengar. So, irgendwas hatte ich hier noch verpasst. So, alles mal mit dem Apfel bewerfen. Hier kriegen wir vielleicht noch ein besseres Foto hin. So. Ich habe auch hier irgendwo ein Pokémon verpasst. Okay, die haben wir wahrscheinlich besser getroffen. Irgendwo habe ich was verpasst gehabt das letzte Mal. Vielleicht sollte ich auch nochmal scannen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Die Kleinstein. Fahren wir jetzt wieder den anderen Weg? Ist das immer abwechselnd? Muss denn... Der hat die erschreckt. Okay. Spielen wir Musik hier. Okay, haben wir die Carporter diesmal vergessen. Aber ich kann doch nichts machen. Oh, was haben wir hier? Okay, da habe ich einen X-Bud erwischt. Ach, und da waren wieder die Kleinsteine. Ich habe sie schon wieder verpasst. Verdammt.
Haben die Zorbis gerade gejagt? Wieso? Nein! Okay, das ist neu. Nimm den Apfel. Okay, so. Wir brauchen ein paar Fotos. Ich glaube, wir haben noch nicht so viele Punkte. Jetzt sind wir hier wieder. Und nimmt das den Apfel? Okay, das hat irgendeine Attacke gemacht, glaube ich. So, da geht's wieder zurück. Können wir das aufwecken? Okay, es hat, glaube ich, den Apfel gefressen. Oh, das war schnell. Das waren, glaube ich, keine 20.000 Punkte, die wir da gemacht haben. Aber okay, wir sind gespannt. Wir gucken erstmal, was wir haben. So. 63. 11 Pokémon haben wir diesmal fotografiert. Und wir haben so viele neue Bilder. Das könnte wirklich gereicht haben dann. Okay, wir haben 3-Sterne-Foto. Okay, Gengar haben wir auch noch kein 1-Sterne-Foto. 2-Sterne-Foto. Dann WhatsApp. Ob das vielleicht... Vielleicht gibt das noch ein paar Punkte mehr. 3 Sterne X-Bad. X-Bad beim Schlafen. Aber ich hätte gerne eins, wo es komplett drauf ist. Ich glaube, ich nehme das hier. So, und hier haben wir auch ein 2 Sterne. So ein gutes Foto von dem haben wir noch gar nicht bekommen. Okay, hier auch 3 Sterne. Ein 4-Sterne-Foto. Ist das nur 4 Sterne, weil das da liegt? Aber da... Oh, schade, dass der Apfel davor liegt. Das grinst so dahinter. Okay, wir nehmen trotzdem das, was es automatisch ausgewählt hat. Okay, und hier haben wir auch ein 3-Sterne-Foto. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir wirklich so viele neue Fotos haben. Und ein 2-Sterne-Foto. Und hier auch nochmal 3 Sterne. Aber warum wählt es hier das hier aus? Ich nehme, glaube ich, lieber das. Das ist genau in der Mitte. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das könnte Level 3 sein. Wir fragen mal den Professor jetzt erstmal. So. Perfect Timing. 2000. 4000 Punkte geknackt. Oh, und wir haben einen Auftrag erfüllt. Sogar noch. Ein Gengar. Ich weiß zwar nicht, was es da gerade macht. 3000 Punkte. Da haben wir schon 7000. 2400 hatten wir hier vorher. Okay, 100 Punkte mehr. Und unser WhatsApp. Haben wir hier? Nice work. Volle Größe. Ah, es reicht wieder nicht. Die Blickrichtung haben wir nicht ganz drauf. Wir haben ein paar Punkte mehr gekriegt, aber die 4000 Punkte sind es leider nicht geworden.
Und jetzt X-Bot beim Schlafen. Nice work. Da fehlt uns aber auch noch, wie hießen die anderen? Zubat. Zubat war, glaube ich, die Vorstufe, die erste. Und Golbat, genau. Zubat und Golbat waren das. Hier auch 4000 Punkte. So, hier haben wir den. 4 Non-Tor, okay. Genau, das ist auf jeden Fall besser. Wir sehen das erste Mal die Augen von diesem Pokémon. Aber das wird, glaube ich, noch richtig schwer, das in einer gescheiten Position zu fotografieren. So, hier bin ich auch gespannt. Das hat wie so ein Pflaster vorne dran geklebt. Ah, ganz knapp die 4000 Punkte nicht geschafft. So, hier haben wir auch was Neues. 2-Sterne-Foto. Nice 3400. Leider nur Silber. Great timing. Das Verhalten sollte genauer untersucht werden. Okay, ich weiß zwar nicht, was es da macht. Es sitzt irgendwie einfach nur so rum. So, jetzt bin ich gespannt. Nice work. Okay, wie sollen wir das denn... Okay, man kann viel aus dem Gesicht... Aber wir haben es nur fotografiert. Wir kommen doch gar nicht näher ran. Oder kann ich das Foto näher und eher machen? Weil ich weiß nicht, ob ich es direkt entdeckt hatte, als es da lag. Aber viel näher konnte ich doch, glaube ich, gar nicht ranzoomen für die Größe. Okay, wir haben auf jeden Fall 4 Fotos. Hey. Zubiris ist demnach komplett. So. Und jetzt auch wieder gespannt. Die Größe und die Blickrichtung. Die Blickrichtung schon wieder, weil es muss sich rumdrehen. Da müssen wir am Anfang ganz schnell ein Foto machen. Weil es dreht sich dann direkt rum. Okay, ich glaube, das hat gereicht. Das waren so viele neue Fotos. 33.000. Höhle Level 3. Sehr, sehr geil. Und jetzt brauchen wir 57.000 Punkte. Weiterhin. Okay. Zu 5 Pokémon-Arten vervollständigt. Okay. Neuer Rahmen. Gut, Strecke neu starten brauchen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt Level 3 erreicht. Das ist bestimmt dann auch... Das verändert sich ja alles bei jedem Levelanstieg wieder. Wenn der Professor etwas interessiert, verkriecht er sich sofort in sein Labor. Ja, es ist halt der Professor. Okay. Wir wissen aber genau, was als nächstes kommt. Wir werden jetzt auf die Suche oder auf die Tour gehen, wo wir das letzte Lumina-Pokémon finden. Aber das machen wir auch erst wieder in der nächsten Folge. Also schaltet da wieder ein. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.